Liebe Genossen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Wallonien und ihr habt es das letzte Mal gesehen. Hier unser kleines Heizwerk ist fertig gebaut worden. Noch fehlende Arbeiter, aber schaut mal, die kommen schon. Passt ja wunderbar. Aber was fehlt noch? Die unterirdische Leitung? Nee, die ist da. Jetzt frage ich mich allerdings, warum läuft da kein Treibstoff rein? Ach so. Weil das einfach nur direkt dort verbraucht wird, so wie es aussieht. Ja, alles klar. Ja, läuft. Das heißt, jetzt wird geheizt und jetzt können auch wieder Leute dorthin. Hier wird aber immer noch gesagt, Temperatur ist zu niedrig. Das dauert in der Regel ein bisschen. Ja, wir schauen mal, ob es wirklich klappt, so wie ich mir das vorstelle. Temperatur 15,8, 16,1 steigt jetzt sukzessive. Jawohl. Passt. Damit sollte die Temperatur jetzt auch nicht mehr so niedrig sein. Wir können sagen, dass Arbeiter hier wieder warten sollen und wir können sagen, dass auf jeden Fall hier welche hingehen sollen, aber nicht zu viele. Sagen wir mal 22% waren das letzte Mal, glaube ich, ein bisschen zu viel. Wir machen mal 16%. Wie viel kommen jetzt hier gerade an? 36 Arbeiter. Ja, wir haben auch gesehen, hier ist nicht so viel los. Passt, wenn da ein paar sind. Okay, gehen die da rein? Ich meine, sind doch noch 5. Naja, okay. Alles klar. Die hatten dann schon Feierabend. Gut, sehr schön. Hier warten 6. Wenn hier irgendwas ist, kann es losgehen. Ja, gut. Automatische Suche, 1000 Meter. Das ist, glaube ich, auch von mir so gewollt. Ja, klar, es ist gewollt, weil wir eigentlich nur das hier bedienen wollen. Der Rest kann auch von den anderen Instandsetzungsbetrieben repariert werden. Das ist kein Problem. Gut, das läuft. Wir können mal kurz gucken. Hier unser neues Viertel ist auch komplett fertig gebaut jetzt. Sehr schön. Hier sind alle eingezogen. Dann schauen wir mal ganz kurz aufs Rathaus mal allgemein, wie hier inzwischen die Situation ist. Arbeitslosigkeit 43, das ist nicht der Rede wert. Produktivität 120%, damit kann man zufrieden sein. Sehr schön. So, ein Stau. Das ist aber wahrscheinlich nur ein Kiesstau. Ja, alles kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, machen wir genau das, was ich das letzte Mal angekündigt habe. Außer es gibt hier schon wieder... Ach, das ist der Kontrollturm. Ja, sag mal, wie weit seid ihr denn da? Das müsste doch auch bald fertig sein. Seid ihr etwas langsamer als in einer anderen Stadt? Ja, sieht so aus, ne? Braucht etwas länger. An der Seite muss noch ein Fußweg gebaut werden. Hier könnte es eigentlich schon weitergehen. Ein Zug wartet zu lange. Auch das, das ist nur Kohle. Das ist nicht schlimm. Das kennen wir schon. Allerdings, okay, das ist doch ein bisschen schlimm, ehrlich gesagt. Hier wartet nämlich sehr viel Kohle. Das hat mir lange nicht das Problem. Tja, ist die Frage, ist es sinnvoll, die Linien jetzt auf... Also das Warten bis leer wegzunehmen von den Linien. Dann fahren die halt hin und her mit voller Kohle. Ist auch nicht so schlimm, aber wir haben dafür keinen Stau. Ist das besser? Ja, vielleicht ist es besser, ne? Zumindest die da ins Lager bringen. Haben wir denn überhaupt Linien, die vielleicht noch irgendwas importieren? Das ist alles unsere eigene Kohle. Das scheint alles unsere eigene Kohle zu sein. Ja. Ja, los, Leute, dann machen wir das. Okay, ein Zug fährt jetzt. Aber ich glaube, das scheint besser zu sein als diese Dauerstaus. Sagen wir mal, hier nicht mehr warten bis leer. Damit hier ein bisschen Bewegung reinkommt. Ist natürlich nicht sehr effizient. Das heißt, am Ende verliert man vor allem Treibstoff durch diese Sache zusätzlich. Aber schlimm ist es auch nicht, weil so viele Züge unterwegs sind. Also für die Kohle im Stahlwerk ist es kein Problem, ne? Wird einfach nur sinnlos hin und her gefahren. Aber wenn es gebraucht wird, dann ist sie dann auch hier.
Müssen aber erstmal diesen Stau hier auflösen. So, er fährt auch wieder weg. Wir gucken mal, wie die Linie das handhabt. Ah, die hatten wir quasi, die gehört zur schon umgestellten Linie. Ist halt wichtig, dass es nämlich hier auch halt irgendwo weitergeht. Ja, okay, die sind alle jetzt entsprechend eingestellt und fahren zurück. Nur er wahrscheinlich hier noch nicht. Ja, dann machen wir es bei ihm auch. Beziehungsweise das müssen wir eigentlich an der Linie ändern, damit das alle korrekt haben. So, Änderung fertig und wir haben mit Sicherheit wieder Bewegung drin. Das ist schon wichtig, dass das Ganze hier nicht blockiert wird, weil natürlich auch der Zug, der hier Stahl abholen soll, der muss hier Bewegung haben, ne? Okay, das wird immer so laufen, dass einer schon stehen bleibt, weil ein bisschen Kohle geht ja raus, weil Stahlwerk natürlich auch produziert. Aber wenn da nicht sehr viel rausgeht, dann wird der eine sofort losfahren und der andere nach einer gewissen Zeit und dann ist der nächste schon auf der Strecke. Kohle wird immer da sein. Ja, ist glaube ich doch besser drin. So, der will einfach nur ein bisschen Treibstoff holen und der will wahrscheinlich das neue Stahl holen. So, jetzt aber zu dem anderen Punkt, das was ich angekündigt hatte, nämlich dass wir uns mal hier die Statistiken anschauen. Liste der Fahrzeuge und Gebäude. Wir starten mal mit den Straßenfahrzeugen auf der ganzen Karte und uns interessiert die Abnutzung. Und das Ganze können wir jetzt sortieren nach Abnutzung und wir sehen, dass es hier komische Fälle gibt. Wir sehen übrigens auch hier so ein Zeichen, bin mich ganz sicher, ob das normal ist. Und diese Fälle schauen wir jetzt mal an, weil hier scheint ja irgendwas nicht zu stimmen. Also, hier haben wir ein T138. Der gammelt darum schon seit Ewigkeiten und macht nichts. Warum? Weil der eine Linie hat, die gar nicht funktioniert. Und der blockiert da einen Platz. Da frage ich mich, gibt es da eine andere Linie, die funktioniert? Oder stimmt hier komplett was nicht? Okay. Das ist, scheint eine alte Geschichte zu sein. Also, wie kommt der Alkohol hier jetzt eigentlich weg? Ich würde sagen, wir verkaufen das Ding einfach. Den brauchen wir wohl nicht mehr. Aber wir gucken uns an, ob hier möglicherweise irgendwas schief läuft. Ja, genau. Das ist eine alte Geschichte gewesen, weil der Alkohol wird ja ins Warenhaus gebracht und von dort, denke ich, abgeholt, nicht wahr? VZ Export, VZ Zulieferung, ja. Das war schon die erste Sache. Okay. Ich hoffe, ihr seht, wir nähern uns wirklich langsam jetzt dem absoluten Feintuning. Also, Ziel ist es, dass am Ende wirklich alles Hand in Hand geht, dass alles ineinander greift, alles problemlos funktioniert. Hier ist wahrscheinlich was fertig gebaut worden, sonst würden wir die Nachricht nicht bekommen. Ah, ich dachte, wenn man kein Personal einstellt, kriegt man auch nicht die Heizungsnachricht. Aber kann sein, dass wir von Potsdam jetzt mehr dieser Nachrichten bekommen. Okay, wir gehen weiter auf die Liste. Abnutzung ist unser Thema. Nein, ja, wir müssen das irgendwie. Ja, wir müssen es jedes Mal immer auswählen, ne? Unschön. Ganze Karte wollen wir haben. So, hier ist noch irgendwas komisch. 72%. Kann auch nicht normal sein. Stehen hier rum und machen nichts. Das Ding. Was ist dein Job? Beladen. Und ansonsten nichts weiter. Ulkig. Das Ganze diente. Es kann sein, dass das früher mal eine Bedeutung hatte. Hat es aber ganz offensichtlich nicht mehr. Also weg damit. Ist ja nur ein Fahrzeug, wird verkauft. Was ist mit dem anderen hier? Das ist eine korrekte Linie. Ah, alles klar, gut. Nächste Altlast gelöst. Das glaube ich, kann man auch mal machen, sowas, ne? Ganze Karte, Abnutzung 64% B1000. Was ist da los? Wo bist du und warum wirst du nicht repariert? Okay, ganz merkwürdig. Der ist tatsächlich im Dienst.
Sieht ja schrecklich aus. Und fährt auf was für einer Linie? Da, okay. Aber das verstehe ich nicht, weil der müsste doch irgendwann mal selber in die Werkstatt fahren. Das heißt, hier funktioniert möglicherweise irgendwas mit den Werkstätten. Hier ist unsere Werkstatt. Nee, das ist der Konsum. Wir hatten hier mehrere Werkstätten. Hier ist eine Werkstatt. Wir haben 3000 Meter. Nicht zu reparieren. Erlaube die Rotor im Gebäude, Fahrzeuge mit Fahrplan. Ja, das kann ich mir zum Beispiel jetzt nicht erklären. Warum kommt dieser B1000 nicht rein in die Werkstatt? Das verstehe ich nicht. Müsste eigentlich passieren. Sehe ich hier aber, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Das sind ja jetzt die Fahrzeuge, mit denen wir rausfahren oder so. Woanders hin. Aber wo sehen wir denn, wenn ein Fahrzeug mal hier in die Werkstatt fährt? Hier war eben ein Fahrzeug. Ist das gerade repariert worden? Nee, hat eine Abnutzung von 20%. Das hat nur Teile gebracht. Kann es sein, dass hier auch Teile fehlen? Mechanikbauteile und Elektronikbauteile? Müsste das nicht eigentlich geliefert werden? Achso, das kommt ja hier rüber. Ja, das ist da. Daran kann es nicht liegen. Tja, Leute, dann bin ich ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. War was mit dem B1000 los ist. Da wollen wir nochmal kurz hin, weil das soll nicht nerven. Die Benachrichtigung brauchen wir nicht mehr. Okay, gehen wir weiter. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ganze Karte bitte. Wir haben hier Betonmischer in den 60ern. Ich meinte, vielleicht muss man sich bei 60% jetzt auch keine großen Sorgen machen. Vielleicht ist es alles im Rahmen. Sollten wir vielleicht nicht übertreiben jetzt. Er ist Wartenburg-Potsdam unterwegs. Ja gut, hier ist natürlich Wartenburg-Süd-Betonwerk. Okay. Bauunion Potsdam, da gehört er hin. Ja, das ist natürlich jetzt tatsächlich ein bisschen ein Problem. Das hängt jetzt mit unserer Werkstatt hier zusammen und der Tatsache, dass dieses Lager nicht zu Ende gebaut wird. Aber wir sehen, es ist jetzt hier richtig am Start. Okay, wow. Das bedeutet, das ist ja, jetzt geht jetzt ratzfatz, 50 Arbeiter. Das Ding ist jetzt wirklich sofort fertig geworden. Na, hervorragend. Ich hatte schon Angst, dass da hier was nicht irgendwie grundsätzlich stimmt. Das bedeutet, dass wir jetzt endlich die Werkstatt hier in Gang bringen können. Aber vorher müssen wir noch das Warenhaus beliefern. Okay, haben wir jetzt was zu tun. Also nicht so, ist ja nicht so, dass wir sonst nichts zu tun hätten. Aber das ist schön, dass wir das jetzt hier in Gang bringen können. Also, ich glaube, ich habe hier mit 20, 20, 20 gemacht. Wir brauchen, glaube ich, Elektronik. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir brauchen Elektronik. Wir brauchen mechanische Teile, wir brauchen elektronische Teile, wir brauchen Stoff. Was brauchen wir noch? Plastik? Ich bin mir nicht sicher. Wir machen mal kurz Plastik, aber das muss ich prüfen. Ich habe vergessen, was wir in der Werkstatt brauchen. Ich glaube, das stimmt so nicht. Wir gucken mal hier in einer Werkstatt, die hier voll im Betrieb ist. Beziehungsweise in das Lager dazu. Stoff. Ja, tatsächlich, es war korrekt. Okay, das ist ganz gut, dass wir die direkt ausgewählt haben, weil wir haben nämlich hier die VZs, die wir nutzen können. Nein, haben wir nicht. Das sind noch die, die alten. Welche Werkstatt haben wir zuletzt in Gang gebracht. Puh, Polymerseburg vielleicht? Da hat man, glaube ich, eine Werkstatt hier hingebaut. Ja, ich glaube, das könnte hinhauen. Nehmen wir mal dieses Lager als Vorbildlager. VZ Nationalkunststoff. Ja, da haben wir zumindest noch ein Slot frei. Es wird langsam eng.
Bitte beliefern. Entladen. Kunststoffe 70%. Okay. VZ Nationalstoffe. Auch der letzte Slot. Oh mein Gott. Entladen. Stoffe. Ja, von mir aus 80%. Mechanische Komponenten 2. Da ist noch genug. Spielraum. Entladen. Komponenten. Elektronik Nationals. Spielraum. Entladen. Elektronik. Und elektrische Komponenten. Halt, Quatsch. Was mache ich hier? Passt. Entladen 80%. Okay, so, das soll einfach beliefert werden. Dann müsste das seinen Gang gehen. Stahl müsste inzwischen... Oh, was habe ich hier gemacht? Ich habe die 100% komplett falsch definiert. Ich habe es bei Aluminium definiert, habt ihr mir bestimmt schon geschrieben. Jetzt müsste das Ganze auch beliefert werden. So, und jetzt können auch Arbeiter hier arbeiten. Ich würde sagen, 60 Arbeiter. Ja, ist eine große Stadt. Ist, glaube ich, die einzige Werkstatt. Passt schon. Und da kommen jetzt auch schon die ersten Fahrzeuge. Und die ersten Fahrzeuge fahren los. Sehr schön. Und hier sehen wir, welche Fahrzeuge in Reparatur sind. Wie können die eigentlich losfahren, ohne dass sie Material haben? Vielleicht tanken die aber auch? Nee. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Na gut, aber das ist jetzt ein erfreulicher Punkt, nämlich, dass... Ja, dass es hier losgehen kann. Sehr, sehr schön. So, das bringt mich aber jetzt doch nochmal dazu, in Uelsnitz zu gucken. Warum sieht man bei diesem Werkstatttyp nicht, welche Fahrzeuge gerade hier irgendwie so in Wartung sind? Ach, schaut mal, hier sieht man es. Okay, die Begrenzung sind die Arbeiter, die zur Verfügung stehen. Hier können halt 2 gleichzeitig repariert werden, so wie es aussieht. Ja, und der hatte was für eine Abnutzung? Wissen wir jetzt nicht, weil er schon in Reparatur ist. Der hat eine von 54%. Das ist also noch im Rahmen des Normalen, würde ich sagen. Aber schon erstaunlich, 1,6 Tonnen Stahl für eine Reparatur. Da hat man schon ordentlichen Stahlverbrauch, einfach dadurch. Schon krass. Okay, wir gucken trotzdem noch ein bisschen weiter auf diese Liste. Wir sehen aber weiter Heizungsprobleme, Potsdam, aber... Warte mal, Café Delikat ist auch im Regierungsbezirk. Oh ja, aber das ist immer ein guter Hinweis, weil dann stimmt hier was nicht. Dann müssen nämlich da die Mitarbeiter rausgenommen werden, weil dort soll noch nicht gearbeitet werden. So, ganze Karteabnutzung, würde ich sagen, ist jetzt alles irgendwie im Rahmen. Ich schaue mal kurz, was dieses Symbol soll, ob das irgendwie ein Problem ist. Fahrzeug muss betankt. Oh ja, es ist ein Problem. Ja, okay, alles klar. Das sind diese Hilfsdinger. Die könnten wir eigentlich jetzt langsam abreißen. Die benötigen wir hier nicht mehr. Wir werden die komplett... Ich glaube, wir können die theoretisch doch auch verschrotten. Indem wir Arbeitsplatzdepot wechseln sagen. Und die dann einmal durch die ganze Republik schicken. In die Verschrottung. Das wird die Autofahrer frustrieren, wenn sie hinter den langsamen Bagger herfahren. Aber warum nicht? Warte mal. Kam die direkt hier ins Gebäude rein, ne? Ja, wir haben ja irgendwie kein Eingangslager. Ja, dann fahrt mal dahin. Der erste Halt ist von der aktuellen Fahrzeugposition nicht erreichbar. Okay. Ach so, weil... Ja, natürlich. Weil wir gar keine Straße da haben. Okay, Leute, es war eh so ein Behelfsding. Dann vergisst es. Wir verkaufen alles. Wir springen dorthin. Und das Ganze kann nämlich dann auch weggenommen werden.
dieses alte Behelfsbaubüro. Ja, wir können dann sogar die Landschaft wieder ein bisschen anpassen, würde ich sagen. Wenn das dann mal weg ist. So, dass es wieder alles ein bisschen natürlicher aussieht. Okay, damit haben sich möglicherweise ja ein Großteil vielleicht von diesen Problemen von den Tanksymbolen erklärt. Wir schauen mal, was hier das Problem ist. Muss betankt werden? Nichts in Reichweite? Ihr werdet Baronion Ölsnitz. Kann man das Gebäude nicht mit Treibstoff befüllen? Ist das, weil das ein Mod-Gebäude ist? Ja, diese Bauunion ist auch so ein bisschen speziell. Die war ja mal gebaut worden, um das dort zu unterstützen. Aber es sieht mir fast so aus, als ob wir da keinen Treibstoff hinbringen können, oder? Haben wir hier noch ein VZ-Flüssigkeiten in Ölsnitz, das wir gewissermaßen anzapfen können? Wo haben wir was? Hier haben wir zwei. Ja, da wäre das noch möglich. Schauen wir mal, ob das geht. Ansonsten müssen wir uns eine andere Lösung ausdenken. Ist nicht kompatibel, ja. Das ist ein altes Mod-Gebäude. Das geht wahrscheinlich nicht. So, Wohnungen, Heizungsproblem. Das ist natürlich unschön. Was ist hier los? Habe ich hier etwa den Einzug erlaubt? Nein! Ganz schnell wieder rausnehmen. Wohnen sie da schon? Verdammt, 74 Arbeiter wohnen dort schon. Und frieren. Jetzt wird's ja verrückt. Jetzt wird's ja verrückt. Habe ich das überall erlaubt? Wartet mal. Bürger, tatsächlich. Eieieiei. Die sind alle bald fertig. Na gut, wartet mal. Ist aber halb so schlimm, weil am Ende wir erzeugen eigentlich hier Wärme, oder? Warum kommt ihr nicht an? Wir sind doch eigentlich hier schon durch. Wir könnten doch hier durchstarten. Wir sind doch hier bei 20 Grad. Was jammert ihr denn? Ah, das wird erst warm. Aber reicht nicht. Warum nicht? Möglicherweise, weil hier zu wenig Leute arbeiten. Vermutlich. So, da stellt sich natürlich die Frage, wie kriegen wir jetzt diese Leute, die jetzt hier eingezogen sind, die müsste man noch motivieren können, dort zu arbeiten. Kann man das irgendwie... Na gut, man bräuchte natürlich einen Bus hin, das wäre das Simpelste. Gibt es hier einen Ort, wo Leute sich sammeln? 18 wartende Arbeiter. Das ist jetzt nicht so, wie ich es eigentlich geplant habe. Aber wir können es vielleicht so organisieren erstmal. Suchen wir uns mal hier unser Depot. Hier ist sogar noch ein Bus. Ein 45er Bus. Dann machen wir das mal. Hol mal hier die Arbeiter ab. Beladen. Arbeiter. Aber 50% heißt nicht 50% der an der Station rumstehen, sondern 50% der Kapazität, ne? Glaube ich. Entladen. Start. So. Ich hatte halt hier ein bisschen gehofft, dass mehr Autofahrer hinkommen, aber das wird schon. Ich würde sagen, wir erlauben ihnen doch dann doch weiter den Einzug. Dann geht das nämlich hier jetzt alles gleich ganz schnell und wir können diesen ganzen Bereich hier auch langsam in Betrieb nehmen. Das würde mich nämlich sehr freuen. Und da kommen wir nämlich zu einem nächsten interessanten Thema. Was mir nicht ganz klar ist, wie das funktionieren wird, nämlich das sind diese Studentenwohnheime, bei denen die Temperatur auch noch zu niedrig ist. Ja, das ist jetzt überall der Fall. Also 74%, eigentlich müsste das passen. Das Problem ist jetzt einfach, glaube ich, dieser Produktionsprozentsatz. Ja, mit einer Person wird das nichts, ne? Hm. Ich meine, was man schon machen könnte, man könnte hier noch Fußwege bauen, um den Weg dorthin zu erleichtern, aber ja,
nee, so richtig zielführend ist das auch nicht. Wir brauchen diesen Bus. Wir brauchen diesen Bus. Bis dahin ist es jetzt erstmal zu kalt. Ja, also das, was ich mich frage, wie kommen jetzt hier die Studenten rein? Ne? In Leipzig haben wir diese Gebäude auch. Oh, jetzt haben wir überall das Overlay. Das ist jetzt irgendwie unnötig. In Leipzig haben wir das Gebäude ja auch. Aber da ist klar, dass die, ich sag mal, Studenten aus der Stadt da einfach einziehen. Das ist völlig unkritisch. 85. So, aber das ist ja hier jetzt nicht so einfach. Mein Plan war ja eigentlich, dass aus der ganzen Republik hier alle Leute, die jetzt vielleicht nirgendwo, naja, also bei ihren Eltern wohnen und studieren, jetzt hier hinziehen sollen und studieren. Das ist so der Plan. Aber wie kommen die hier hin? Kommen die als Passagiere hier hin? Oder muss man die manuell irgendwo rauspflücken? Man kann ja verlege bis zu 5 Bürger mit Uni-Abschluss, verlege bis zu 10 Bürger. Ja, man kann die aber nicht individuell rauspflücken. Was man machen könnte, man kann jetzt hier Leute, glaube ich, was ist das für ein Button? Den muss ich mir nochmal angucken. Der okay. Der sagt mir im Moment nichts, wahrscheinlich weil da niemand wohnt. Tja, also das ist für mich ein Rätsel. Meine Vermutung ist, dass wir irgendwie Passagierzüge haben müssen, die in Potsdam ankommen und dann müssen die irgendwie hier hinkommen, um dort dann dauerhaft zu wohnen. Das ist so die Idee, die ich jetzt davon habe. Keine Ahnung, ob das so funktionieren wird. So, jetzt ist hier endlich der Bus da. Aber es sind keine Arbeiter mehr da. Ah, damit wird das nichts werden. Immerhin sind jetzt hier schon 6 per PKW da. Hm. Wo laufen denn jetzt die Leute hin, die jetzt zum Beispiel hier wohnen? 58 Arbeiter ohne Job. Die müssten doch eigentlich jetzt hier hinlaufen und dort anfangen zu warten. Passiert aber leider nicht. Also das ist jetzt Top-Priorität, dass wir das hier ins Laufen bekommen. Aber ich sehe jetzt hier schon immerhin 39%. Was sagt uns das? Das sagt uns 9 Grad. Hä? Das kann es ja auch nicht sein. Warte, was ist das hier? Warum habe ich hier den falschen Bus raufgesetzt? Nein, das war ein Fehler. Der hatte schon irgendwas anderes auf der Linie, was ich nicht gelöscht habe. So, jetzt mal ganz cool. Jetzt müssen wir mal das nachvollziehen. Also das ist sein erstes Ziel. So, das können wir löschen. Genau, das war ja der Bus, den wir auf der Trolleybuslinie hatten. So, jetzt immer nur hier hin und her fahren. Der hatte noch Passagiere. Also die hat er dann nicht von dort geladen, sondern von der anderen Haltestelle. Und jetzt kommen die Arbeiter wie blöde hier hin. Okay, jetzt haben wir sie. Und damit müsste auch das Heizwerk dann auf Volllast arbeiten, wenn die dann dort ankommen. 74. Ich fasse schon ein bisschen zu viel, als kommt, weil wir hier noch keine anderen Arbeitsplätze geöffnet haben. Aber das sollten wir auch langsam tun, denn die Leute müssen da was einkaufen. Ich würde sagen, hier sollen schon mal die ersten reinlaufen. Beliefert ist das Ganze ja schon. Aber auch das ist schon wieder ein Thema, weil die erreichen das gerade so. Die erreichen es auch. Da hinten könnte es schon problematisch werden. Die erreichen es auch noch gerade so. Die erreichen es auch noch gerade so. Okay, da haben wir Glück gehabt. Ein Supermarkt wird von allen erreicht. So, jetzt hat der Bus... Nee, das ist ein anderer Bus. Das sind alles die Busse. Jetzt hat der Bus 23 Arbeiter. Der schleppt immer noch die 14 Passagiere mit sich rum. Meine Güte. Sollen die doch von mir aus da aussteigen?
Wichtig ist, dass das Heizwerk volle Kraft arbeitet. Zehn aber, der bleibt drin. Warum auch immer jetzt hier nur 20 sind. Beim Entladen habe ich ja eigentlich auf 100% gestellt, ja. Na gut, wir sind immerhin bei 100%. Vielleicht geht es nicht mehr als 100%. So, jetzt erwarte ich aber hier eine anständige Temperatur. Ernsthaft, das reicht nicht? Wollt ihr mich verkohlen? Das reicht nicht? Doch, es reicht doch. Wir sind bei minus 6 Grad. Wir sind bei 100%. Doch, es reicht. Alles gut. Entwarnung. Gab ein paar Anpassungsschwierigkeiten. Jetzt läuft es. So, dann werden wir jetzt schon mal die Kneipe hier in Gang bringen. Allerdings fehlt da Alkohol. Das muss natürlich noch beliefert werden. Wo haben wir unsere VZHO? Da haben wir es. Auch hier ist vielleicht absehbar, dass wir mit 20 Slots nicht gut hinkommen werden. Bitte das Ganze beliefern. Entladen Alkohol, jawohl. So, was ist das hier? Polizeirevier. Das sollte auch schon in Dienst gestellt werden. Aber keine Wartbox hier. Nehmen wir doch. Na, dann nehmen wir die Trabis. Muss schon was Grünes sein. Halt, Workshop-Inhalte. Da haben wir den Bar. Ah, ich vergesse es jedes Mal wieder. Aber egal. Dann ist es nur einer. Und auch hier. Oh, jetzt haben wir auch noch Winter. Uiuiui, ganz ungewohnt. Auch hier muss Treibstoff geliefert werden. Und das ist tatsächlich schon der letzte Slot hier. So. Da frage ich mich. Ah, schaut mal. Wir sind hier soweit. Oh, den letzten Slot hätten wir hierfür nutzen müssen. Können wir vielleicht noch umdisponieren. Neues Fahrzeug. Wir brauchen die Tankauflieger. Und wir brauchen eine Kopie von den Quellgebäuden. Nee, das machen wir anders. Wir würden ja dann alles kopieren. Das wollen wir, glaube ich, nicht. So, wo bist du? Genau. Also, da soll beladen werden Treibstoff. Genau. Das ist das Erste. So. Jetzt ändern wir das Ganze nochmal. Wir nehmen hier das hinten raus. Das Polizeirevier. Nehmen dafür das hier rein. Dass ihr das beliefert, quasi. Ihr beliefert euch dann gegenseitig in gewisser Weise, entladen. Und das heißt, dass ihr wiederum das beliefern könnt, ne? Ja, ja, genau. Machen wir mal 60% und außerdem die neue Polizeidienststelle, die kleine, die wir hier haben. Okay. So, wir gucken weiter, was hier Phase ist. Kommen auch immer mehr Fahrzeuge hier hin. PKWs, sehr schön. Hier kaufen die ersten Leute ein. Passt. Müssen wir noch einstellen, dass hier Leute wohnen können? Wir müssen eigentlich die Prozentzahlen einstellen, aber das muss man jetzt einzeln machen. Ich würde gerne überall 70% Minimum haben. Löst aber noch nicht das Problem, wie jetzt die Studenten hinkommen. Aber ich bin mir gewiss, dass einige von euch das wissen und mir da sicher gute Hinweise geben können, wie wir das jetzt am besten machen. Also, so wie ich das, es geht mir jetzt im Prinzip um die Leute, die jetzt aus der Schule raus sind. Ich glaube, das sind auch dann irgendwann die 21-Pluser, die irgendwo bei ihren Eltern wohnen und gewissermaßen eigentlich Wohnraum suchen. Und jetzt hier studieren können.
vielleicht in ihrem eigenen Ort keinen Studienplatz finden. Aber vor allem geht es mir um den Wohnraum. Ich glaube, Studienplätze finden die alle. Aber ich will die aus den Elternhäusern raushaben. Die sollen dann und können dann hier wohnen. Das ist so die Idee des Ganzen. Okay, wir machen erstmal die umgebende Infrastruktur. Checken wir aus, bevor wir zu den Universitäten kommen. Aber da haben wir gar nicht so viel. Hier haben wir noch einen Kindergarten. Ja, ich würde sagen, da können ruhig auch schon Leute rein. Passt. Und hier unten haben wir noch die Schule. Die besetzen wir auch. Hier haben wir noch einen Müllplatz. Der muss noch definiert werden. Okay, der Rest scheint zu stimmen. Jo, sehr gut. Also, hier wohnen sie alle. Und hier hinten, ja, sinkt jetzt gerade ein bisschen. Aber ich hoffe, das bleibt stabil. So, was haben wir hier für eine Info bekommen? Kontrollturm, Heizungsproblem. Seid ihr da immer noch nicht fertig? Doch, ne? Bau beendet. VZ. Ah ja, okay, das haben wir mitbekommen. Schüttgut entladen ist durch. Oh, sehr schön. Heizungsprobleme. Das ist was anderes. So, jetzt haben wir aber dann ein bisschen was zu tun, wenn das alles schon durch ist. Und zwar, erstmal gucken wir... Ich kann das immer noch nicht glauben, dass wir in Neulandenburg angeblich noch nicht fertig sind. Mit diesem kleinen Heizding. Doch, da habe ich nur nicht... Schaut mal, sind Arbeiter alles gut? Da habe ich nur nicht richtig mich informieren lassen. Winterdienst arbeitet. Wo haben wir unsere VZ-Flüssigkeiten? Ist voll. Aber hier haben wir doch eine VZ-Flüssigkeit 2. Jawohl. Das kann das beliefern. Das ist ja jetzt wichtig. Nur so kann da jetzt beheizt werden. Und das war es dann auch schon. Die Arbeiter sind da. Jetzt Flüssigkeiten. Und damit wird hier dann irgendwann die Temperatur stimmen. Sehr gut. Okay. Und jetzt gucken wir uns mal die Schüttgutgeschichte an. In Mühlhausen. Das ist fertig gebaut. Sieht auch solide aus. Dann würde ich sagen, können wir den Zug in Einsatz bringen, dessen Waggons wir in Wartenburg ja schon haben bauen lassen. Dazu müssen wir die allerdings erstmal abholen. Da müssen wir wieder eine Linie machen, bitte. Hier einladen und da ins Zugdepot bringen. Start. Mach das mal schneller. Und dann können die gleich... wo fährst du denn jetzt hin? Musst du jetzt erst tanken oder was? Hä? Was machst du? Was macht der jetzt? Der muss tanken. Das wäre eigentlich schön, wenn man das da hinten auch in den Depots eigentlich schon erledigen könnte. Aber das haben wir hier ganz gut gebaut. Der kann hier einfach rüberfahren und zurückfahren. Das funktioniert ja sauber. Kein großes Problemchen. So, jetzt holt er die Waggons ab und bringt die ins Depot. Dann können wir für ihn diese... Ja, es ist ja... Okay, er hat die da abgeladen. Dann müssen wir so machen, ne? Ist jetzt sehr bescheiden, aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben mit diesem Metallschrott, ne? Kommt mir fast so ein bisschen cheesy vor, um so auch nochmal an Stahl zu kommen, aber es ist ja eine legitime Aktion. So, halt, wir müssen aufpassen, wir müssen das wieder löschen. Also, Zollhaus. Beladen mit Metallschrott. Entladen. Metallschrott. Mit Warten bis leer. Start.
Das wird jetzt eine lange Wegstrecke werden. Aber wisst ihr was? Diese Staffel werden wir genau damit abschließen, mit einer schönen Mitfahrt durch die halbe Republik. Warte, warum kann ich nicht näher ran? Nein, was habe ich getan? Normalerweise kommt man doch eigentlich wunderbar näher ran. Ne? Sag mal, wenn ich... Ich muss aufpassen hier. Ich muss das anpinnen und das wegmachen. Ja, jetzt sind wir näher. Alles gut. Okay, ist ja schon ein bisschen abgenutzt. Wir haben den doch eigentlich 1,42 Jahre an. Wir haben auch gerade gebaut, das Ding. Steht schon ein bisschen rum. Sieht nur so aus. Also eine schöne Winterlandschaft, die wir jetzt hier erleben. Ein Kurzpersonenzug, der uns entgegenkommt. Wir fahren runter, wunderbar auf Leipzig zu. Schön, wie man nicht mehr die Kirche sieht. Hier ist ein Dollarhubbel drin. Oh Gott, okay. Den müsste man eigentlich mal bereinigen. Ah, wir sehen das Stahlwerk qualmen. Herrlich, diese Hochhäuser. Jetzt heißt es ein bisschen warten. Interessant ist, dass da tatsächlich immer noch dieses System mit diesem Hineinfahren und Zurückfahren, dass das als Wendepunkt echt gut funktioniert. Ne? War irgendwie mal eine Notlösung, die aber wegen Platzproblemen halt erfunden wurde, aber die zu einer Dauerlösung geworden ist, die ich gar nicht so schlecht finde, muss ich sagen. So, das ist der Stahlzug, der immer Stahl ins Nationallager bringt. Hier kommen die Kohlezüge. Und wir fahren hoch. Der nächste Kohlezug. Nochmal Blick auf Leipzig von der anderen Seite. Und gleich geht's rein in den Tunnel. Hier muss gewartet werden. Ja, wir fliegen mal über den Tunnel. Schauen von hier aus nochmal zurück. Bis wir da irgendwo wieder rauskommen, wir sehen aber direkt von hier Ölsnitz, das auch immer größer wird, wie schon erwähnt. Und da sind wir gleich draußen. Sehr schön, diese schöne Brückensituation hier, die gefällt mir gut. So, das ist... Das war ein kurzer Autosave. Ja, hier ist die Streckenführung noch sehr hakelig. Das ist aus den Anfangstagen. Hier sehen wir sogar noch Öl, das hier gepumpt wird in Ölsnitz, was dem Ort seinen Namen gegeben hat. Jetzt fahren wir gleich irgendwo links weg. Oh ja, das ist ja auch hier eine interessante Kreuzung geworden. Oh ja, da haben wir einiges gebastelt. Ich erinnere mich ganz gut. Meine Güte. Wie sich hier so viel mit der Zeit verändert hat. Wahnsinn. So, und das ist jetzt die selten von uns, glaube ich, begleitete Strecke.
von Oelsnitz nach Mühlhausen bzw. zur Grenze dahinter. Und da taucht auf der Hügelkuppe, glaube ich, ein VZ auf. Eines der vielen, welches wir benötigen, um hier unsere Ökonomie am Laufen zu halten. Und hier ein schöner Blick über Mühlhausen. Und hier, haha, schaut mal, so sieht's jetzt aus. Diese wunderbare Anlage und all diese Strommasten. Herrlich. So, auch hier sehr schön die Kiesverladung. Und das Förderband hinten macht sich auch ganz gut. So, und das ist jetzt der letzte Schlenker vor der Grenze. Rechts sehen wir die Straße zur Grenze. Mal gucken, wie da die Stausituation ist. Vor uns ein anderer Zug. Ich weiß gar nicht, was der da macht. Verkauft er da Stahl? Haben wir Überschüsse an Stahl? Nee, der verkauft Aluminium. Okay. So, jetzt verschwindet gerade mal der Blick. Kann ich auch gerade nicht ändern. Was? Ein Gebäude ist abgebrannt? Oh nein. Es war alles so gemütlich und jetzt das. Okay, Metallschrott, das dauert einen Augenblick. Wie, ein Gebäude ist abgebrannt? Die Uranmine ist abgebrannt? Was? 19 Todesfälle, 2 Gesamtfahrzeugverlust? Wie bitte? Wie konnte das denn passieren? Oh mein Gott. Ja, gut, das ist kritische Infrastruktur, liebe Leute. Ich glaube, wir haben noch genug Reserven. Jetzt schauen wir ganz kurz. Uranerz 0,45. Ja, so viele Reserven sind hier nicht. Uranoxid fehlt. Okay. Oh. Wie ist der Stand der Dinge? Ja, wir haben noch einiges an Reserven. Import Kernbrennstoffe ist voll. Okay, also das wird schon einiges noch aushalten. Die Frage ist, ob wir den Sofortbau machen oder bauen lassen. Auf jeden Fall muss das absolut hohe Priorität haben. Wieso ist das kein... Wir müssen aktiv sagen, dass hier ein Bauamt kommen soll. Bauunion Stralsund. Ich hoffe, die sind schnell. Oh mein Gott. Fahrzeuge wurden auch zerstört, ne? Da wollen wir mal gucken. Das könnten die Gefangenentransporter sein. Eieieiei. Haben wir noch die Linie hier? Funktioniert die noch? Ja, da fehlt aber natürlich das Zielgebäude. Okay. Das geht natürlich erst, wenn wir das wieder aufgebaut haben. Ja, ich will es mal ein bisschen beobachten, ob das jetzt eine gute Idee ist. Jetzt gibt es hier natürlich einen Stau, weil... oh Gott, weil die jetzt die Linie nicht befahren können. Was für eine Katastrophe. Ja, ist doch mal wieder schön. Haben wir was zu tun. Aber warum hier in Stralsund? Das kann doch nicht sein. Warum das nicht gut gelaufen ist, dem müssen wir auf den Grund gehen. Was ist hier los mit der Feuerwehr? Hier sind maximale Besetzung. Kann ich mir kaum vorstellen, dass die da nicht in der Lage waren. Ich verstehe es nicht. Naja, vielleicht kriegen wir es raus. Ich beende trotzdem die Staffel. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin, macht's gut, euer Steinball.